Moinsen und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen immer noch The Witcher Ultimate Ultra Uncut sonst irgendwas Enhanced Edition und sind bei Part 6 angelangt. In der letzten Folge sind wir gerade hier in Vizimar, beziehungsweise im... Ja. Pisst der da gerade hin? Ja, danke, so kann man auch natürlich das Intro eines Parts versauen. Freut mich, dass du dich erleichtert hast, ne? Sehr höflich von dir, sehr, sehr höflich. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind gerade hier im Umland von Vizimar angelangt, wie ihr seht, sehr raue, sitteninteressante Bewohner. Und wir machen uns dann mal auf den Weg weg hier, aber wir gehen nicht an dem Busch da vorbei, das gefällt mir nicht. Oh, was ist jetzt los? Lagerfeuer. Links klickt auf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Guck mir nicht so an hier. Und den Hexer gesehen? Ja. Was haben wir denn hier? Sieht nach Gasthaus aus. Da gibt's Zeugs zu looten. Ollies nehmen. Was haben wir hier? Ein Bier, ein Stein. Stecke ich alles rein. Kann man mit denen reden oder sind das nur so random Rumlauf-NPCs, die irgendwo hinpinkeln? Oh, was zur Hölle? Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Ja. Ist der tot? Wieso ist der tot? Wahrscheinlich ist er in Ohnmacht gefallen. Das war der Dicke, der so viel Panik hatte. Überreste. Überreste ist gut. Ah, hier. Ein Schädel. Nehme ich. Die Schädel werden wir auch noch benötigen. Wie kann ich schon mal spoilern? Noch was? Noch mehr Überreste. Ach ja, man kann ja Alt drücken. Bisschen Diablo-mäßig. Okay. Da hinten ist noch ein Fass. Das gucken wir uns noch an. Ja, nehmen wir alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ins Gasthaus. Damit fängt doch jedes gute Rollenspielabenteuer an. Was ist jetzt passiert? Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Boah, ich gehe mal davon aus. Links klickt auf Anschlagtafeln und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechts klickt auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Tipp, sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Die Straßen werden nass sein. Es regnet ja auch, ne? Das ist mal Weisheit. So, gucken wir doch mal, was es hier gibt. Der Bargastvertrag. Nehmen wir doch erstmal einfach alles. Haftbefehl. Ein Haftbefehl für den Professor. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Kronen schuldig ist, darunter folgende und viele weitere Missetaten. Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwachen und Offiziere sowie andere Vergehen gegen die Königin Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinen Verbrechen schuldig. Daher ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt, tot oder lebendig, im Namen seiner Majestät König Foltest. Alles klar. Ein neuer Eintrag. Das war doch schon mal gut. Dann haben wir hier irgendwas. Buch der Schwalbe. Schriftrolle mit Formel für eine Reihe von Hexertränken. Das Weiße Möwe, Schwalbe, Katze, Schneesturm und Neopard. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Bargastvertrag. Tapferer Mann. Dringend gesucht. Wer mir 10 Bargastschädel bringt, wir haben jetzt schon 4, erhält 100 Orens. Abigail, die Kräuterkundlerin. Okay. Der Ertrunkenenvertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich den Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 Bestien getötet wurden. Bring ihr Gehirn. Frag nach dem Geistlichen. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ertrunkenen-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Aha, müssen wir erstmal Bücher lesen, damit wir wieder wissen, wie wir so ein Gehirn aus so einem Ertrunkenen raus extrahieren können. Der Ghoul-Vertrag. Ghoul-Eintrag ist wichtig und ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Alles klar. So, jetzt sollten wir trotzdem nochmal so gerade einen kurzen Überblick uns noch holen. Was jetzt hier, oje. Spur der Salamandra. Ich soll den Geistlichen bezüglich der Salamandra befragen. Gesucht hatten wir. Geheimnisse der Hexer, ist klar. Ich muss den Geistlichen aufsuchen. Wieder der Geistliche. Ertrunkenenvertrag, Wagenvertrag. Machen wir erstmal das. Den Geistlichen aufsuchen. Haus des Geistlichen. Doch bevor wir uns auf den Weg machen, würde ich sagen, machen wir noch einen Abstecher ins Gasthaus.
Gasthaus schadet nie. So. Oh. Meditieren in Gasthäusern. Sprecht mit dem Gastwirt und links klickt auf Meditieren. In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Warum ist das in Teil 2 nicht mehr möglich? Fragezeichen, Fragezeichen. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ich glaube, inzwischen haben sie es aber nachgepatcht, by the way. Ihr könnt eure eingeladenen Gegenstände jederzeit wieder aus dem Gasthaus und der Taverne holen. Ja, hier, geht schon ruppig zu. Da ist Kalkstein, den Mann, den wir gerade eben hatten. Ja, 3 Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich merke das Seid schon. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Ha, ha. Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut, na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von Ihnen. Verstehe. Naja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Sie mal hoffen. So, man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Ja, ja, ja. Da war doch noch mehr zu reden. Ich bin noch gar nicht fertig. Was führt euch hierher? Weitere Sprachoptionen. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ja, ihr ja. habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Klingt doch gar nicht so schlecht. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Aha, also haben wir eine Quarantäne. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Naja, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Heute schon. Ich wollte euch über die Alchemie befragen. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah,
endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Und pinkeln irgendwo hin. Wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Ach, schön. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben. Wechseln wir das Thema, und, bevor und die Bauern die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Wo kriege ich denn Zutaten Woher her? Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche, also ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Das ist so unser Job, ne? Formeln. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Könnte auch ein bisschen schief gehen, nicht? Ja gut, dann noch das Letzte, dann sind Wie wir auch durch. Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Ich verstehe nichts. Wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Ja, das ist doch schon besser. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gehört. Ich habe genug gehört. Ja. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ich muss aber auch noch Monster verkloppen, ne? Tschüss. Cool. Gut, jetzt haben wir hier schön Kalkstein kennengelernt. Und sehr treffenden Namen. Wen gibt's denn noch hier? Ein Barde. Guten Tag. Oh. Seid gegrüßt, Fremder. Moin. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Viele müssen euch für Geralt halten. Ja, so manch einer. Diese Lieder müssen populär sein. Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Bitte nicht. Auf Wiedersehen. Das muss nicht sein, ne? Tschüss! Rittersporn. Wer die Bücher kennt, kennt auch Rittersporn. Guten Tag. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Natürlich. Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Wodka. Na, Bier ist auch in Ordnung. Bier. Einen Augenblick. Ihr seid ja sehr redselig. Eure Schönheit raubte mir die Sprache. Vergebt mir. Eure Schönheit raubte mir die Sprache. Alter Charmeur. Ihr wisst, wie man einer Frau schmeichelt, schöner Mann.
Natürlich. Hier kann ich also jetzt einkaufen. Will ich aber nicht. So, hier ist ein Huhn. Das nennt man mal hygienisch. Hier gibt es was zu essen. Hm. Kommen wir ja so direkt ein bisschen Hunger. Du bist der Schankwirt Olaf. Olaf! Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Ein gut, kleiner Blick genügt. Aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Na dann nimm doch mal. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Klingt ein bisschen doll nach Unsinn. Aber gut, ich denke, das war's soweit. Dann ist noch ein Fass mit was zum Mitnehmen. Ansonsten... Ah, da hinten sind noch Faustkämpfe. Und Alvin und Shani sind auch noch hier. Mit Shani sind wir aber, glaube ich, durch. Ich quatsch sie trotzdem nochmal an. Gera? Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nö. Wir sprechen uns noch. Aber Alvin, kannst du singen, wie bei den Chipmunks? Ihr habt mich gerettet, oder? Ja. Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Bleibt stehen! So, ihr wird gefault. Oh je. Wer will einer aufs Maul? Ja, ich will einen von euch aufs Maul hauen. Hat er gerade gesagt, dass meine Mutter Zwergenschwänze lutscht? Hast du das... Wollt ihr kämpfen? Ja. Habt ihr Geld? Ja. 5 Orens. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Wahrscheinlich klicken. Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Faustkämpfe. Ein gelber Sockel zeigt Charakteren an. Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen. Blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Oh, mal sehen. Okay, das ist... Oh, ja. Okay, es sieht sehr eindrucksvoll aus und ich glaube, ich habe mich fertig gemacht. Ja, wer lutscht jetzt Zwergenspenze, Junge? Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Ja. Würde ich sagen, einen hauen wir noch um, ne? Wer will einer aufs Maul? Wer hat das gesagt? Du? Wollt ihr verlieren, Fremder? Du hast die gleiche wir Stimme wie der... Wir kämpfen um Geld. Ja. Ich bin interessiert. Lass mich die mal wegknolzen. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle.
Wir werden sehen. Das einem Hexer gegenüber zu äußern, ist, glaube ich... So, komm her, du! Putz! 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 Ja, einmal ins Gesicht. Ausweichen. Also bis jetzt nicht sehr fordernd, das für dieses Spiel, aber ist ja egal. So, das hast du davon. Diese wunderbare Siegesanimation. Wunderbar. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Wanderer? Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Ja. Okay, damit ist der Part leider schon wieder rum. Wir sind auch noch nicht so weit gekommen, aber es ist halt ein RPG, hier ist sehr viel Story. Das fährt schon noch an. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Wir werden im nächsten Part... Was heißt der Typ da? Fettfried? Okay, wir werden im nächsten Part dann mal Fettfried, seine fettige Fettschnauze, verfetten. Und wir sehen uns. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.